Leute und willkommen zu einer neuen Quaid Life 3 Wochen Zusammenfassung. Diese Woche wurde wieder sehr viel gebaut, aber es werden auch von Woche zu Woche immer weniger Teilnehmer, habe ich das Gefühl. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie lange ihr noch denkt, dass Quaid Life 3 noch gehen wird. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr keine weitere Zusammenfassung verpassen wollt. Und liked auch gerne das Video, wenn es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem ersten Teilnehmer. Castcrafter hat diese Woche als erstes eine Dia-Farm gebaut, die auch schon richtig viele Dias abwirft. Ebenfalls hat er einen fast unendlichen XP-Speicher in einem Netherite Backpack sich erstellt, indem er ganz viele Tank-Upgrades in das Backpack getan hat. Cast hat diese Woche ebenfalls eine richtig große XP-Farm im Nether gebaut, sprich mit Zombie-Piglins, und die ging aber einfacher zu bauen als in normal Vanilla Minecraft, weil er hierfür die Deployer verwenden konnte. Aber Cast war es mit einer XP-Farm in einer Woche nicht genug gewesen. Denn er hat dann noch eine zweite XP-Farm im End gebaut, und zwar mit Endermännern, die ebenfalls sehr viel XP produziert. So hat sich diese Woche um ein Piano-Spiel, ich weiß nicht, oder Guitar Hero, ich weiß nicht genau, wie dieses Mobile-Spiel heißt, schreibt es mir gern in die Kommentare. Aber das hat er jedenfalls gebaut, und in der nächsten Wochenzusammenfassung sehen wir wahrscheinlich, wie es dann fertig ausgebaut aussieht. Blizzard war diese Woche auch nach langer Zeit wieder auf dem Server gewesen und hat beschlossen, den Vulkan jetzt doch nicht in die Gegend vom Spawn zu holen, sondern sich in den schon vorhandenen Vulkan eine Base reinzubauen. Dafür hat er schon den Eingang angefangen und einen Weg durch den Nether Richtung Vulkan gemacht. Kev war diese Woche auch fleißig gewesen und hat schon so ein paar erste Versuche an einem Boot, was rüber zu Castcrafter fahren kann, gemacht. Denn Kev und Castcrafter haben ja diese Partnerschaft, dass Kev sich Kelp holen kann und Castcrafter sich was von Kev nehmen kann. Und das wird mit dem Schiff dann über den See transportiert. Kev hat diese Woche eine weitere Fabrik in seine Base gebaut, und in dieser Fabrik kann er halb manuell Technikbauteile herstellen. RGB Pixel hat diese Woche sehr viele Rohre verlegt. Er hat aber auch diese Woche noch einen Eisenbahntunnel gebaut, und durch diesen Tunnel sollen auch Rohre und Shafts führen. Sprich, damit kann er dann SU und Flüssigkeiten durch den Eisenbahntunnel transportieren. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da und vergesst nicht zu kommentieren, denn ich lese jeden Kommentar. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, Leute.